Hier um meine Flüte und der Heulie will antreten und ritt. Ich soll auf der ganzen Welt nach unzähligen Artefakten suchen. Für den Rest meines Lebens. Toller Urlaub, Cassandra. Das ist einfach zu viel. Ja, das kann ich absolut falsch verstehen. Wie soll ich das Herodotos und Barnabas je erklären? Sie würden das nie verstehen. Was sage ich nur, wenn ich sie finde? Schlimmer wird es dann erstmal hier rauszukommen. Ganz kurz, haben wir noch den Speer der Schwimmmöglichkeiten? Wunderbar. Naja, du sollst da reingehen. Oder, warte mal, hier ging das, ne? So, wenn ich jetzt noch wüsste, in welche Richtung wir damals geschwommen sind, ne? Ja, auf jeden Fall hier lang. Dann zwangsweise hier rein. Da gab es noch eine Abweichung, oder? Habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Hier geht es nämlich nochmal rauf. Ach, komm an. Noch eine? Ich hätte alle erwischt. Okay, und wieder hinab ins kühle Nass. So, wir sind gekommen von hier, ne? Sackgasse, Sackgasse. Genau. Frage ist, ging es danach wirklich nur noch in eine Richtung weiter oder waren das zwei Richtungen? Ja, jetzt einfach nur einen Stopp kurz eingelegt hier. Oh mein. Hier ist auf jeden Fall noch was. Mal wieder auch nach oben gucken, nicht, dass man hier an irgendwas vorbeirennt. Also so vorbeischwimmt. Sieht man sich gut aus. Okay, nee, hier kommen wir nur hier hinten an. Okay. Damit dürften wir alles erledigt haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das der Eingang? Und sehe ich da oben schon Tageslicht? Nein. Ja, wobei, doch. Es ist merkwürdig, dass die Tageslicht-Dinger, diese Löcher in den Decken. Ja, ja. Und wegen. Ist keine Sau mehr. Also bedenkt, ne, das ist oben über den Grab drüber, aber trotzdem waren an einigen Decken Löcher durch die Tageslicht dran. Naja. Ich habe selbst noch kein Spiel entwickelt, also blame ich auch nicht andere dafür. Sperrgebiet, hier ist auch kein Sperrgebiet mehr. Ah. Auf und davon. Wo geht's denn hier lang? Da geht's lang und. Hier geht's lang. Hier geht's auch lang. Wo sind wir denn hin? Ach, nicht so. Okay, also hier abzweigen.
Bei nächster Gelegenheit rechts abbiegen. Hier. Und los geht's. Wasserfall der Najaden. Cassandra, wir haben ein Problem. Oh ja, klar. Wo ist Barnabas? Er zog alleine los, um das zu suchen, was deinen Speer zerstört hat. Ist er noch bei Trost? Ich wollte ihm sagen, dass es sinnlos sei, aber er hat nicht auf mich gehört. Er hielt es für die einzige Lösung. Opa. Du hättest ihn aufhalten müssen. Weißt du überhaupt, wozu dieses Ding in der Lage ist? Er wollte helfen. Und dann macht er sowas, statt sich aus Ärger rauszuhalten? Ich muss es vor Barnabas finden. Malaka! Finde und erreiche die Absturzstelle des Artefakts. Ich finde Barnabas. Was okay. Hast du dir nur dabei gedacht? Macht verdirbt. Würde mich aber gerne hier auch nochmal umschauen. Der Krater liegt auf dem Gipfel der Fayaken. Er liegt nordwestlich des Akra-Wachturms. Okay. Mann, man baut endlich mal ein Spiel den Schatz hinter dem Wasserfall ein. Das kann doch nicht so schwer sein. Weil sich hier schon so viel Mühe gemacht und sowas gestaltet. Okay. Haben da hinten irgendwas markiert, ist aber eigentlich falsch. Da müssen wir nämlich nicht hin. Wir müssen dahin. Ich würde nur gerne vorher mir das einmal angucken. Nur angucken. Ne? Angucken, nicht anfassen. Ne? So, ja. Ohne unsere tolle Suchfunktion sehen wir halt nicht, ob hier noch weitere Schatzsachen sind. Hui. Oh, das Trüchen. Sehr schön. Ja, der Wasserfall entspringt hier aber einer sehr kleinen Quelle. Naja, gut. Okay. Das Ziel, was wir uns angucken wollen, ist eigentlich hinter uns. Läuft schon wieder super. Und los. Und los. Hoffe, man vernimmt das Innere nicht zu sehr. Aber wir sind Handwerker in der Nähe, sage ich mal so. In der Nähe der Stadt. Also nicht bei mir im Haus, aber zumindest draußen wird irgendwas mit Holz gehämmert. Weiter. Hey, brauchst du Hilfe? Können wir dir helfen? Hallo? Nicht? Ja, dann stöhn hier auch nicht so rum wie so ein Wegelagerer. Mann, Mann, Mann. Hey, jetzt redest du, oder was? Hey, jetzt ist auch egal.
Wollen wir mal. Los. Hey, hier gibt's wieder was. Danke sehr. Athena Lager an der Klippe. Okay. Oh Gott. Ich sag mal so. Dafür, dass wir keine Sperrfähigkeiten haben, ist das hier ein ambitioniertes Ziel. Oh no. Okay. Los. Wir fangen mal klein an. Ganz, also wirklich mini klein. Und holen uns diese Truhe da. Oder sind hier zwei Wachen? Sind sogar vier. Yay. Okay. Wir müssten mit der einen Wache anfangen. Damit die nicht den Mord an der anderen Wache sieht. Nee, du rennst jetzt hier nicht weg. Ups. Ach shit, die lösen sich ja nicht mehr auf. Anschlecht. Ja. Wir brauchen schon Kampfspuren. Willst du mich jetzt verarschen? Tolle ist, ohne Fähigkeiten kann ich nicht mal deren Schilde wegnehmen. Das ist doch... Da fällt er einfach um. Brief. Eine Depesche an alle Soldaten. Aufgrund vermehrter Piratenaktivitäten müssen auch wir Präsenz zeigen, um den Frieden zu wahren. Der Feind sollte nur provoziert oder angegriffen werden, wenn es unvermeidbar ist. Okay. So, jetzt zur großen Herausforderung. Yay, ich freue mich.
Ich dachte schon, hier kommt gerade so eine Reiterkolonne an, aber dem war nicht so, zum Glück. Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Hier oben ist doch mehr los, als ich dachte. Ach, die hier könnten wir so ein bisschen was wegsnacken, ohne aufzufallen, aber... Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso geht der ausgerechnet in dem Moment los? Glück, lassen uns die da oben noch in Ruhe. Okay. Eines Unbekannten. Sag mal, was macht denn ihr damit so? Oh Gott. Naja. Ziehen die wieder, ne? War wohl doch nicht. Und schwupps und weg. Jetzt hebt doch auf. Wenn hier mal ein bisschen beiseite schaffen. Platz machen. Okay, da kommt der nächste. Nein, 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 nein. Sei leise, sei leise, sei leise, sei leise, sei leise, sei leise. Okay, wie viele sind hier oben noch? Zwei. Oh, wir haben es ja ganz gut geschafft. Du erfüllst deine Aufgabe auch mit Bravour, muss man mal sagen. Hier oben ist sogar noch einer. Ist gerade hinter uns rundherum geklettert.
Es sind noch mehr, als ich dachte. Ich habe eigentlich gedacht, hinten sind nur zwei, aber jetzt sind es insgesamt sogar noch fünf. Uwe ist willkommen. Maus. Nein. Herkomm, 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 herkomm. Langsam wird's da drin voll in den Busch. Oh Gott. Mal warten wir ab, bis er hier an uns vorbeigelaufen ist. So. Da kommt halt mit. So. Sehen die da hinten. Sehr schön. Da ist keiner mehr, da ist keiner mehr. Jetzt sind es wirklich nur noch die zwei da hinten. War nur zu spät. Sehr schön. Das ist nix. Habe ich doch nicht verhört. Und gerade so ein schönes Geräusch. Oh Gott, nein, ich komme hier nicht raus, oder? Na doch hier. Sondern du sollst einfach nur durch die Lücke da durch. Ja, danke sehr. Meine Güte, was ein Akt. So. Sehr schön. Wir sind hier so weit durch. Der gesamte Ort ist abgeschlossen. Ich habe nicht irgendeinen Schatz oder so übersehen. Nein. Sehr schön. Rest. Das da, wo müssen wir denn dafür hin? In die völlig andere Richtung. Dann brauche ich mich hier gar nicht großartig mit dem Seil beschäftigen. Jetzt geh halt mal da raus. Phobos, Bewegung! Let's go, Phobos! Go, go, Phobos Rangers. Warum schafft er das hier hoch? Ja. Easy. Steigung ist kein Problem für unseren Phobos. Oh. Was haben wir hier so Schönes? Okay, einfach nur sowas wie ein Holzfällerlager. Bin doch gar nicht böse darüber, wenn wir hier sind. Oh Gott. Das Wildschwein hingegen schon eher. Hey Icarus, ich weiß, wir sind in der Nähe von deinem Ziel. Aber erstmal gönnen wir uns deinen Aussichtsturm. Nicht Turmpunkt.
Lalalalalalala. Da oben. Zack. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Aus Mors.